Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, es geht weiter mit zwei verpassten Updates. Ich möchte einmal mit dem Mittwochs-Update von letzter Woche anfangen, vom 8. Mai 24. Da kam nämlich viel rein, was uns, die älteren Spieler, gar nicht mehr betrifft. Nämlich ganz, ganz viele Überarbeitungen, Neumachungen von Startquests, hauptsächlich im und um den Molland-Bereich herum. Das betrifft Loretta-Quest, das betrifft die Quest bei Frau Holdsworth, das betrifft die Syndra, Bobcat-Rennen, hat sich wohl alles überarbeitet, questtechnisch. Kann ich dementsprechend leider nicht drauf zugreifen, weiß ich nicht, wie das aussieht jetzt. Was auch neu reingekommen ist, ist das Aussetzen. Und zwar, wenn ihr im Trab seid und drückt STRG, genau, dann könnt ihr aussetzen. Und genauso wie mit dem STRG könnt ihr auch, wenn ihr nochmal drauf drückt, wieder leicht traben. Wenn ihr nochmal drauf drückt, setzt ihr wieder aus und hin und her und ja. Also wie gesagt, wenn ihr auf STRG drückt, könnt ihr quasi bestimmen, wollt ihr leicht traben oder aussetzen. Das ist fest, das bleibt im Spiel. Aussetzen kann man wohl, wenn das Pferd Level 4 erreicht hat, wenn ich das richtig lese. Außerdem ist in dieser Woche noch eine Überarbeitung der Pferdeseite auf der Star Stable Internetseite gemacht worden. Da weiß ich allerdings nicht, wie die gerade aussieht. Keine Ahnung. So, schauen wir uns das Update von der Woche vom 15. Mai an. Da ist nämlich das Westland Camp reingekommen. Das startet wie immer hier bei Josh mit der Startquest, wo er uns dann wahrscheinlich auf die Starshine Ranch begleiten wird. Das nehmen wir gleich mal an. Howdy Reiterin, würdest du vielleicht gerne mehr über Camp Western wissen? Die Starshine Ranch veranstaltet ein besonderes Sommerlager, Camp Western. Mach doch mit und genieß das Westernleben. Soll ich dich zur Starshine Ranch mitbringen? Ja, auf geht's. Okay. Wir sind da und ich glaube, ich höre jetzt auf mit dem Cowboy-Slang. Das wäre echt genug. Okay, hier steht auch schon Lisa, die uns direkt empfängt. Hallo. Dasha, wie schön, dich zu sehen. Willkommen auf der Starshine Ranch. Danke. Wir haben für alle Teilnehmer des Camps Aktivitäten vorbereitet, damit ihr den Western-Lifestyle am eigenen Leib erfahren könnt. Das Leben auf einer Ranch genießen, die Wildnis erkunden und Spaß mit Freunden haben. Darum geht es im Western Camp. Okay. Upsala. Lisa erklärt dir ein paar der Freizeitaktivitäten und melde dich bei mir, wenn du mehr über die Aufgabentafel wissen willst. Okay. Machen wir erst die Aufgabentafel. Oh mein Gott, mir stehen hier zu viele Leute rum. Ja, ich weiß, du hast schon deutlich spannendere Dinge gesehen als eine Aufgabentafel. Aber wenn du die volle Ranch-Erfahrung willst, es sieht dein Einstieg. Okay. Gehen wir mal hin. Wir haben die Tafel kürzlich hier aufgestellt, weil wir Hilfe bei der Arbeit auf der Ranch brauchen. Wenn du uns unter die Arme greifen möchtest, komm gerne jeden Tag her. Hier warten Aufgaben, die du übernehmen kannst. Okay. Wir würden uns über deine Hilfe freuen. Ja, bitte, danke. Ja. Danke, dass du hier bist, Dasha. Hast du dich eigentlich schon mal als Viehtreiberin probiert? Nein. Doch, letztes Jahr. Ha. Tiere zu hüten und zu treiben ist eine schöne Aufgabe. Du musst sie einfach nur auf dem richtigen Weg halten. Und sie sind clever, also ist es leicht, sie dahin zu bringen, wo sie sein sollen.
Schauen wir doch mal, wie du dich schlägst. Bring sie von der weißen Fahne zur roten. Okay. Alle auf einmal oder? Nein, immer nur eins. Okay. Oh, wie es aussieht, sind das ganz schön störrische Pferde. Für genau diesen Fall haben wir Gary und handgemachte Lockenmittel gebeten. Okay. Hier, bitteschön. Nimm diese Lockenmittel als Geschenk. Okay, ich erkläre dir, wie das mit dem Lockmittel funktioniert. Du bietest dieses verführerische Gras und Blumenbündel einem Pferd an. Und egal wie störrisch es auch ist, es verwandelt sich sofort in ein gutmütiges Tierchen, das dir brav folgt. Okay. Kann ich jetzt beide auf einmal nehmen? Das wäre schön. Ja, es geht. Ich gehe kaputt. Ist das nicht toll? Du hast es geschafft. Ja. Okay, Freizeitaktivität, Gary Goldzahn und das Gold. Machen wir erstmal Gary Goldzahn. Gary Goldzahn ist für ein paar Wochen auf der Ranch. Er verkauft einige handgefertigte Waren. Willst du ihm Hallo sagen? Er ist direkt hier um die Ecke. Schauen wir doch bei ihm vorbei. Okay. Oh, Hallöchen. Wie schön, dass du auch hier bist. Ich habe ein paar selbstgemachte Dinge, die du auf deinen Abenteuern gebrauchen kannst. Wenn du mir ein paar Goldklumpen bringst, tausche ich gerne. Okay. Oh, ach ja. Du fragst dich sicher, wo du Gold herbekommen sollst, stimmt's? Ja. Wenn du Interesse hast, bringe ich dir gerne bei, wie du an Gold kommst. Okay. Siehst du den Felsen dort? Geh hin und versuche das Goldvorkommen darin abzubauen. Es ist nicht schwer. Wenn du deine Schläge im richtigen Moment ausführst, springt das Gold heraus. Wenn du eine ganze Reihe Schläge zur rechten Zeit hinbekommst, gewinnst du extra viel Gold. Und dann, voilà, musst du deinen Schatz nur noch einsammeln. Du wirst sowohl Goldklumpen als auch die Felsen mit Goldvorkommen darin entdecken, wenn du hier ausreitest. Also halte die Augen offen. Okay. Jetzt. Dana. Und was denkst du, Dasha? Willst du ins Goldgeschäft einsteigen? Klingt gut. Machen wir aber erstmal mit den Aufgaben hier weiter, damit ich alles freischalten kann. Dana. Ich zeig dir ein paar Orte, auf die du vielleicht Lust hast, wenn keine Aufgaben anstehen.
Das sind die Shops. Ach so, jetzt kriege ich eine Führung. Na gut. Was weg ist, ist weg. Die gute alte Tanzfläche zeigt uns, was du drauf hast. Wir haben ja auch eine Tierärztin, die sich um deine Pferde kümmern kann. Hat dir der Rundgang gefallen? War kurz und knackig. Alles klar, Dasha. Darf ich dir unseren Bullen vorstellen? Siehst du den Hut da drüben? Würdest du mir den wohl holen? Ja. Ich würde ja gern. Wortwörtlich. No. Jetzt springt er auch noch da drüber. Ich gehe kaputt. Vor allem das Bullchen springt drüber und Moonlight aber nicht. Das ist schon auch interessant, ne? Weiß ich wieder nichts drauf zu sagen. Wow, du Draufgängerin. Das war gefährlich. Der Bulle zögert nicht. Der nimmt dich und dein Pferd auf die Hörner. Sei in seiner Nähe vorsichtig. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du direkt losstürmst. Machst du immer alles, worum man dich bittet? Ja, in den meisten Fällen. Okay, du hast Glück, denn ich habe die perfekte Lösung. Okay. Die perfekte Lösung kannst du mir dann später sagen. Hier an der Stelle hören wir erstmal auf. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Bis hier an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.